Hallo liebe Leute, folgend geht es um das Sommerinterview von Alice Weidel beim ZDF, wo die Moderatorin Alice Weidel einen Elfmeter auflegte, kann man sagen, aus meiner Sicht. Und Alice Weidel diesen Elfmeter aber tatsächlich auch verwandelte. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Frau Weidel, ganz Europa schaut auf die USA und auch Deutschland natürlich. Sie haben sich früher immer sehr positiv zu Trump geäußert. Wie ist da eigentlich jetzt Ihre Meinung? Sind Sie noch Trump-Fan? Also der Wahlkampf in den USA ist aus meiner Sicht ein Desaster. Wir haben dort einen Joe Biden, der offensichtlich nicht in Kontrolle seiner geistigen Kräfte mehr ist. Ich frage mich, was uns eigentlich die letzten Jahre verkauft wurde. Ich habe Sie nach Trump gefragt. Ja, aber Biden gehört ja mit dazu, weil die beiden ja auch gegeneinander antreten. Und ich hätte mir gewünscht, dass möglicherweise auch komplett andere Kandidaten antreten. Aber definitiv drücke ich Donald Trump die Daumen. Warum? Eben, weil Biden nicht Präsident sein darf. Das geht überhaupt gar nicht. Und Trump versprochen hat, den Krieg in der Ukraine zu beenden, indem er die finanziellen Mittel streicht. Und ich glaube, dass er Wort hält. Aber natürlich gilt die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Das steht bei uns im Programm. Aber was wir natürlich nicht wollen, dass unsere Soldaten, unsere Väter und Söhne für so einen Krieg in der Ukraine verfeuert werden. Da darf man unsere Soldaten nicht hinschicken. Und deshalb darf die Wehrpflicht da auch nicht missbraucht werden. Aber und wenn Sie mich gerade so Sie fragen, da werde ich auch ein bisschen emotional immer bei der Frage. Die Leute, die im Bundestag an der Eskalationsspirale drehen und Krieg fordern, und unsere Soldaten dort Material und finanzielle Mittel, die sollen die Verantwortung übernehmen und sie sollen selbst an die Front gehen und nicht unsere Soldaten schicken. Das ist mit uns nicht zu machen. Wir wollen einen sofortigen Waffenstillstand. Und wir wollen Friedensverhandlungen sehen, so wie das Orban vorgemacht hat. Und auch da müssten Sie dann tatsächlich konkrete Vorschläge vorlegen, wenn Sie regieren würden. Heute haben Sie hier sehr viel Kritik geübt und die Vorschläge noch nicht im Detail ausgeformuliert. Grenzsicherung zum Beispiel, sagen Sie jetzt, wie bei der Europameisterschaft. Da hat die Bundespolizei sich schon gemeldet und hat gesagt, wir sichern jetzt sehr gerne, aber das ist der personalintensivste Einsatz für die paar Wochen, über die wir hier reden, in der Geschichte der Behörde. Das geht nur bis zum 19. Juli und danach sind alle platt, danach kann keiner mehr. Wenn Sie das dauerhaft machen wollen, müssten Sie die Bundespolizei komplett anders aufstellen. Haben Sie jetzt nichts so gesagt, wie Sie das machen würden. Grenzsicherung nach außen, nach Europa, haben andere auch versucht. Nochmal, Sie haben das Ganze ja nicht erfunden. Giorgia Meloni, auch mit einer rechten Regierung in Italien an der Macht, hat eine Seeblockade versprochen, ist daran gescheitert. Sie hat Asylzentren versprochen in Albanien, ist vom Verfassungsgericht gestoppt worden. Also wenn man sieht, dass Sie auch genauso radikale Ergebnisse versprechen, hat man den Eindruck, Sie gehen auf Stimmenfang mit einem Versprechen, von dem Sie wissen, dass Sie es nicht halten können. Das ist sehr wohl umzusetzen. Für uns ist die Priorität die Sicherheit der eigenen Bürger. Und das und wie stellen können Sie her? Das werde ich Ihnen gleich beantworten. Das stellen Sie bei dieser Regierung überhaupt gar nicht fest. Es wird überhaupt gar nicht kontrolliert. Und es ist möglich. Schauen Sie sich die USA an, schauen Sie sich Australien an, Kanada an, Japan vor allen Dingen. In Australien hat es nicht geklappt. Japan vor allen Dingen klappt das alles. Also andere Industrieländer machen das und Meloni kann nicht erfolgreich sein. Im Übrigen eine wunderbare Lösung von Meloni, die Ruanda-Lösung. Abschiebepflichtige werden dann einfach nach Ruanda verlagert. Solche Abkommen gibt es auch. Unsere Bundesregierung versucht das nicht einmal und fliegt dann noch illegal über das Außenministerium von Baerbock auch noch Afghanen ein. Afghanen sind übrigens die Menschen mit der höchsten Kriminalitätsbelastung. Und da muss man mir nicht kommen. Nein, nein. Nein, ich gehe genau auf die Frage zu, weil es möglich ist und die Leute hier für dumm verkauft werden. Wir haben sperrangelweit offene Grenzen. Frau Meloni wird von der EU unterlaufen, die ganzen Vorhaben, weil wir da nur woke Leute sitzen haben, die noch nicht mal geschafft haben, nach 15 Jahren unsere Grenzen vernünftig zu sichern. Das kann doch nicht sein, dass wir überrollt und überrannt werden. Die Frage. Und wir nicht hinbekommen, die Grenzen zu sichern. Es ist sehr wohl. Die Frage wohl, ist wie. Genau. Die Frage ist wie, wenn Sie versprechen, dass Sie die Grenzen schaffen zumachen. Schaffen andere Länder auch. Schaffen andere Länder nicht. Schafft man Meloni, auch jetzt? Frau Meloni hat eben die Versprechen gemacht, die Sie zitiert haben und hat auf ein Ruanda-Modell und ähnliche Modelle gesetzt. Man muss dazu sagen, zunächst hat sie dafür doppelt so viele Zuwanderer bzw. Schutzsuchende bekommen. Also es hat bisher nicht geklappt. Wir müssen die Grenzen schließen, um uns vor kriminellen Einwanderern zu... Die Frage ist wie.
Das ist ja genau möglich. Und die Frage wird Ihnen gerade zu EM-Zeiten beantwortet. Und noch was, wie kann das eigentlich sein, dass ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland darauf verzichtet, Grenzkontrollen sonst auch durchzuführen? Fast 60% der Übertritte sind ohne Pass und Ausweispapiere. Wie kann das sein? Wie kann eine Regierung so unverantwortlich mit der eigenen Bevölkerung umgehen? Schauen Sie sich das an. Vergewaltigungen hoch, Messerdelikte hoch, 15.000 an der Zahl im letzten Jahr, 111 Gruppenvergewaltigungen allein in Berlin. Schauen Sie sich das an. Diese Kriminalitätsbelastung ist durch nichts zu verantworten. Menschen werden täglich auf den Straßen umgebracht. Und wir wollen diese Menschen hier nicht haben. Und wir würden sie schon an den Grenzen absichern und davon. Wir würden sie sofort abschieben. Straftäter natürlich zuerst. Warum laufen die hier auf freiem Fuß rum? Und Sie sprechen davon, dass Sie das alles ändern würden, wenn Sie regieren würden. Aber nochmal, natürlich. Wir wollen mal besprechen, wie realistisch das ist. Sie haben ein anderes Beispiel, wenn Sie nach Österreich schauen zum Beispiel. Herbert Kickl von der FPÖ, mit der Sie befreundet sind, also mit der Partei, hat 2018 als Innenminister vieles von dem gemacht, was Sie jetzt gerade genannt haben, hat massiv Asylregeln verschärft, er hat radikal abgeschoben und er musste trotzdem doppelt so vielen Afghanen-Schutzstatus gewähren wie zuvor, weil es eben Regeln gibt. Wenn Sie weitergehen wollen als Herr Kickl, müssen Sie die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention, die Europäische Grundrechtecharta und Teile des Grundgesetzes außer Kraft setzen. Wollen Sie das? Wir müssen auf jeden Fall an die Reform des Asylrechts gehen, auch an unser Grundgesetz, weil das, was wir hier gerade tun, ist nicht mehr haltbar. Es ist ein zu hohes Risiko. Das können Sie nicht alleine das Grundgesetz ändern. Ja, doch, das kann man sehr wohl ändern. Dafür ist es auch da. Vor allem das Asylgesetz muss ersetzt werden durch eine einfach gesetzliche Regelung, dass nicht jeder, der hier angelaufen kommt, ohne Ausweispapiere Anspruch auf Asyl hat und dann auch noch Anwälte auf Steuerzahlerkosten zur Seite gestellt bekommt und dann hier auch noch Duldungsstatus bekommt. Wo leben wir hier eigentlich? Ist auch durch nichts mehr finanzierbar. Die Krankenkassenbeiträge, Sozialbeiträge und die Steuern, die gehen nicht ohne Grund nach oben. Und das ist gerade aufgrund des Etats, aber in Soziales, der uns komplett durch die Decke geht. Und unser Konzept ist übrigens auch, wenn Sie mich das noch sagen lassen, die Pull-Faktoren abzustellen. Für uns gilt Sach- statt Geldleistung für ausländische Staatsbürger. Hier kann man überhaupt gar kein Geld mehr aus dem Sozialsystem ziehen. Bürgergeldstreichung, da meinen Sie mal, wie schnell hier Schluss ist, dass wir diese Sogwirkung abschalten. Und bei Ihrem ersten AfD-Landrat, Herrn Sesselmann, hat man gesehen, dass es bei Ihnen dann doch nicht mehr so schnell geht mit der Umsetzung. Herr Sesselmann hat in Thüringen als allerletzter die Umstellung auf die Geldkarte eingeführt, mit der die Umstellung auf mehr Sachleistung auch erfolgt sein sollte. Also ist immer eine die Frage Geldkarte in der Praxis. Wir reden jetzt darüber, was anderes. Wir reden ja jetzt darüber, was Sie machen würden, wenn Sie regieren würden. Ja. Es ist auch nicht immer ganz einfach zu verstehen, was Sie wollen. Ich habe mir mal Ihre Eröffnungsrede. Ich habe mir mal Ihre Eröffnungsrede vom letzten, von der letzten Woche beim AfD-Parteitag angehört. Da haben Sie gesagt, und ich zitiere Sie mal: Jeder ist bei uns willkommen, der hier arbeiten will, der sich positiv in unsere Gesellschaft einbringen möchte, der sich an unsere Regeln hält. In derselben Rede sagen Sie sinngemäß: Raus müssen diejenigen, die millionenfach seit 2015 in unser Land reingekommen sind, aus ihrer Sicht illegal. Das waren, muss man einmal dazu sagen, damals vor allem syrische Kriegsflüchtlinge. Und wenn wir mal auf die Zahlen gucken, 70% der Männer in dieser Gruppe haben heute einen Job, zahlen in die Rentenkassen ein. Die müssen sich also nach ihrer Rede keine Sorge mehr machen, dass sie nach Syrien zurückgebracht werden. Asyl ist ein Asyl auf Zeit. Was hier gemacht wurde, illegalerweise, ist, dass hier Menschen zu uns gelassen wurden unter der Überschrift, dass sie ja Flüchtlinge und Asylanten seien, was mitnichten der Fall größtenteils gewesen ist. Uns wurde eingebläut, unsere Grenzen können nicht gesichert werden. Wir kriegen Menschen geschenkt. Das ist ja alles eine Lüge gewesen. Und eine Anfrage, wenn Sie mich darauf antworten lassen, Sie haben mir ja gerade was über die Qualifikation erzählt. Eine Erhebung hat ergeben, eine Anfrage von unserem Bundestagsabgeordneten René Springer, dass 82% der Syrer, 82% der Syrer zwischen 20 und 34 Jahre überhaupt gar keinen Berufsabschluss haben. 70% der Menschen, die damals gekommen sind, sind in Arbeit. Sind sie jetzt bei Ihnen willkommen oder nicht? 82% haben keinen qualifizierenden Berufsabschluss. Aber die einen guten Job haben, die sind willkommen für Sie. Was wir brauchen, ist eine qualifizierte Zuwanderung. Und das, was ich gesagt habe, gilt. Menschen, die zu uns kommen und in Arbeit sind
und nicht unser Sozialsystem durch Parallelgesellschaften unterwandern und unterlaufen und sich hier festsetzen und sich auch dann auch noch durch diese Schießbudenfiguren Einbürgerungsgesetz. Dieses Einbürgerungsgesetz ist wirklich der Todesstoß für den deutschen Staat. Da muss man sich einfach mal fragen, was hier gemacht wird. Die kommen illegal über die Grenze gelaufen und werden jetzt auch noch eingebürgert. Und Kinder dieser illegalen... Sie wissen, dass sich das Einbürgerungsgesetz nicht auf diese Gruppe bezieht, sondern doch, insgesamt für alle doch, gilt, die hier seit längerer Kinder, Zeit leben und sich integriert haben. Die Kinder dieser Illegalen, die hier geboren sind, haben automatisch den deutschen Pass. Und das kann nicht sein. Asyl ist ein Aufenthalt auf Zeit. Und wenn Sie mich fragen, dann müssen diese Menschen zurück, wenn der Kriegsgrund entfallen ist, und die Afghanen zuallererst. Vorab sei gesagt, dass man natürlich aus meiner Sicht, dass natürlich immer noch viel mehr möglich wäre, aber nach jedenfalls aus meiner Sicht einigen Negativerlebnissen und Enttäuschungen war ich doch von diesem Interview sehr positiv überrascht. Aus meiner Sicht hat man bei Weidel eine Energie gespürt. Und zwar diese Wut über bestimmte Dinge hat sie zum Ausdruck gebracht. Und auch die, was auch das Entscheidende ist, dieser, das glaubhafte Wille bei ihr vorhanden ist, dass man es selber besser macht. Und diese Emotionalität aus meiner Sicht, das ist sehr wichtig. Und dann hat sie überraschenderweise das Gleiche auch nochmal gemacht beim Ukraine-Thema. Was mich sehr positiv überrascht hat. Weil aus meiner Sicht der Kampf aufklärungsmäßig von Alice Weidel bisher immer, jedenfalls das, was ich bekommen habe, nicht besonders viel, sondern es kam eher so aus meiner Sicht platte Argumente wie, das ist nicht unser Krieg oder Zelensky ist ein Bettler. Das kam jetzt, glaube ich, von der Fraktion insgesamt. Aber das sind alles Dinge, die nicht überzeugend sind. Es kam eher so immer dieser wirtschaftliche Aspekt. So, das ist nicht unser Krieg. Es wirkt so ein bisschen, hat jedenfalls auf mich so etwas egoistisch und wenig überzeugend gewirkt. Und hier ging es jetzt um die Verteidigungspolitik. Und Alice Weidel hat jetzt eigenständig das Thema auf die Ukraine gelenkt. Als es dann um das Thema Wehrpflicht geht, dass also da wollte die Moderatorin die AfD in einen Widerspruch verwickeln, hat erklärt, ja, die AfD ist doch eigentlich für die Wehrpflicht. Und dann hat Alice Weidel von sich, was aus meiner Sicht wirklich eine, was man sich gut im Vorfeld überlegt hat, was Tino Chrupalla im Interview auch so erklärt hat, da hat man sich überlegt, ja, man ist eigentlich für die Wehrpflicht, aber jetzt angesichts des Ukraine-Themas ist man dagegen, weil man nicht das Signal senden möchte an die Leute, dass die Söhne und die Väter sozusagen verfeuert werden. Also ähnlich hat sie das gesagt. Und es hat auch das, also inhaltlich natürlich, hätte man das natürlich viel mehr untermauern können. Da hat jetzt auch die Zeit dazu gefehlt, aber das war jetzt vielleicht ganz günstig. Oder was heißt ganz günstig? Jedenfalls, wenn man jetzt sieht, was alles weiter sonst dazu erklärt, wo man aus meiner Sicht sehr viel mehr erklären könnte, war es jetzt hier günstig, dass nicht mehr so viel Zeit war. Aber in dieser Zeit, die da war, hatte das sehr emotional rübergebracht, eigentlich das richtige Framing. Die Argumente als Unterbau haben gefehlt, aber das allein, das Framing für sich allein ist schon sehr wichtig. Und zwar, dass es hier um einen Krieg geht, wo unnötig die Soldaten verfeuert werden. Und dass man das eigentlich sich da raushalten muss. Dass man sich da nicht reinziehen lassen darf. Und indirekt ist schon mitgeschwommen, dass natürlich auch die Medien, dass sie mitverantwortlich sind und dass es Kriegstreiberei ist. Also auch, dass Leute im Bundestag unverantwortliche Kriegstreiberei betreiben, was uns nicht nützt und wo am Ende unsere Soldaten verheizt werden. Das ist natürlich genauso, wie es ist. Wobei natürlich jetzt die geostrategischen Hintergründe nicht erläutert wurden. Und auch natürlich die Rolle der Medien im Detail, wie sie jetzt diese Propaganda, wie sie diese Kriegstreiberei vorantreiben, das natürlich auch nicht dargelegt wurde. Aber trotzdem hat das Narrativ für sich allein genommen gestimmt. Jetzt stellt sich die Frage, wieso war eigentlich so wenig Zeit für bestimmte Themen oder also auch beispielsweise das Thema Rechtsextremismus kam auch relativ kurz dran oder eigentlich, das kam nur so nebenbei dran. Und anscheinend hatte die Moderatorin die Strategie, alles Weidel inhaltlich zu stellen. Gucken wir uns mal den Ablauf an, wie das Interview verlaufen ist. Also wir sehen es, wir haben hier eine Minute Kanzlerkandidatur. Da hat das alles Weidel aus meiner Sicht auch gut gemacht, indem sie angefügt hat, dass alle geeignet wären, dass es nicht so egozentrisch wirkt. Das war ein wichtiger Einwand.
dann Maximilian Krah. Also den Mann, den Sie jetzt als Fehler bei der Europawahl noch mit identifiziert haben, den haben Sie jetzt nicht gänzlich ausgeschlossen für den Landtagswahlkampf, müssen wir einmal festhalten. Jetzt haben Sie gesagt, dass sich jeder engagiert und wir werden auch ein großartiges Ergebnis einfahren, weil die Leute hier sehr empfindlich sind aufgrund ihrer DDR-Vergangenheit. Und darum lassen sie sich auch nicht mehr für dumm verkaufen, wie und es versucht wird. Ihr kennt meine Meinung dazu. Wobei man allerdings auch anfügen muss, jetzt dieses Statement von Graz Nationalmannschaft, dass es eine Fremdenlegion ist, das ist, muss ich jetzt sagen, finde ich persönlich auch unpassend. Und es ist auch verletzend gegenüber den Nationalspielern, die sich reingehauen haben. Und wenn er natürlich mehrere solche Sachen gesagt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass sich die Leute geärgert haben. Aber trotzdem ist es natürlich ein Riesenfehler, ihn abzusetzen, wenn er gewählt wird. Das darf man nicht machen, aber das würde jetzt... Guckt euch am besten das andere Video an, was ich dazu gemacht habe. Oder ich habe dazu mehrere Videos gemacht. Jedenfalls ging es um Krah auch eine Minute. Und dann ging es um die Migration 12 Minuten lang. Und jetzt stellt sich die Frage, warum. Also Migration ging es 12 Minuten. Dann kam Trump. Da hat dann Alice Weidel eine Themenlenkung auf Biden betrieben, was ich auch sehr gut fand. Also eine Themenlenkung auf Biden und dass auch die Medien uns nichts davon erzählt haben. Da hat sie dann auch einen guten Seitenhieb gesetzt. Also sogar mal Medienkritik. Was ich jetzt von Alice Weidel gar nicht erwartet hätte. Ja, also jedenfalls das, was ich gesehen habe, jetzt die letzte Zeit. Und dieser Seitenhieb, der war unscheinbar, aber sehr wirksam. Weil es war eine ganz wichtige Themenlenkung, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Warum haben wir das von beiden eigentlich nicht früher gewusst? Weil ich denke, tatsächlich viele Leute denken da gar nicht drüber nach. Erst wenn sie darauf hingewiesen werden, dann denken sie plötzlich nach. Biden ist jetzt plötzlich, kam jetzt in der Sendung raus, er ist dement. Und vorher haben wir das eigentlich, also über Jahre haben wir das gar nicht mitbekommen. Ist das schon irgendwie komisch. Und es war dann auch gut, dass er sich, aus meiner Sicht, dass er sich dann noch klar hinter Trump gestellt hat. Und dann kam auch diese Themenlenkung auf die Ukraine, dass Alice Weidel dann gesagt hat, ja, Trump möchte den Krieg in der Ukraine in kurzer Zeit beenden. Und dann kommen natürlich die Leute auch auf die Idee, aha, das ist ja vielleicht möglich. Also wenn Trump das sagt, natürlich ist es Trump, aber es rückt dann trotzdem, kommt ins Bewusstsein, da ist ein Kandidat, ein Präsidentschaftskandidat, der sagt, der Präsident der Ukraine-Krieg, der kann in kürzester Zeit beendet werden. Und es ist auch noch Trump, der das sagt. Also auch eine, aus meiner Sicht, eine sehr gute Themenlenkung, sehr wichtige Themenlenkung. Also erst, dass sie das auf Biden gelenkt hat und dann Trump unterstützt hat mit der Begründung, dass er den Ukraine-Krieg beenden will. Das Ganze ging dann über in die Verteidigungspolitik, wo es dann eben, wie beschrieben, dazu kam, dass die Moderatorin auch wieder versucht, irgendwelche Widersprüche zu schaffen und dann aber Weidel das erklärt, mit der Ukraine und den Soldaten, die nicht in die Ukraine gehen sollen. Und dass man aber natürlich grundsätzlich für eine funktionsfähige Armee ist und so weiter. Und jetzt stellt sich die Frage, warum jetzt 12 Minuten lang Migration? Und wenn man sich das mal überlegt, ist eigentlich die Moderatorin von Anfang an auf verlorenem Posten. Und vielleicht hat die Moderatorin sogar recht, oder zu einem gewissen Grad recht, dass in den Ländern, in den anderen Ländern das auch nicht vollumfänglich funktioniert. Also dass man Migration nicht vollumfänglich stoppen kann. Aber es ist natürlich jedem in Deutschland, es fällt natürlich auf, dass in den Nachbarländern das viel weniger gekommen sind, vor allem seit 2015. Dass natürlich Angela Merkel die Grenzen bewusst offen gelassen hat. Und auch als einfach gefühlt lange Zeit nichts unternommen wurde. Natürlich ist jetzt die Bundesregierung, Scholz, sie sagen was und anscheinend ist es tatsächlich schwer, die jetzt eingewanderten Leute, ja, sie wieder in die Heimatländer zurückzuschicken. Weil ich glaube tatsächlich, auch wenn die Grünen, die sind natürlich dagegen, aber tatsächlich, wenn das jetzt leicht möglich wäre, angesichts des Mediendrucks, weil man möchte ja jetzt die Regierung oder man möchte die Leute zufriedenstellen, das ist vor allen Dingen auffällig bei Springer, aber auch bei Lanz, dass er immer bei den SPD und bei Grünen Druck gemacht hat wegen Migration. Und dann entsprechend auch Esken oder auch andere Leute, gerade auch Hofreiter, dass sie wirklich vorgeführt wurden. Also was heißt vorgeführt wurden, aber sie wurden bedrängt von Lanz bei diesem Thema. Also sozusagen Lanz hat durch die Blume gesagt, jetzt löst doch bitte endlich dieses Problem. Also das ist jetzt, ihr sollt die Probleme lösen, damit die Leute zufrieden sind. Sehr wahrscheinlich natürlich deshalb, damit die Geostrategie, die US-Geostrategie steht über allem, die Leute zufrieden sind und dann der Ukraine-Kriegskurs vollumfänglich unterstützt wird. Und jetzt diese Moderatorin hat sich jetzt anscheinend vorgenommen, unbedingt jetzt Alice Weidel vorführen zu müssen, dass sie keine Lösungen hat. Wobei aber Alice Weidel aus meiner Sicht auch glaubhaft erklärt hat, ihre Empörung zum Ausdruck gebracht hat, wie es jetzt läuft, dass es natürlich besser geht, dass es in den anderen Ländern auch geht.
Und die Moderatorin meint jetzt, alles Weidel beweisen zu können, dass es natürlich dort vielleicht auch nicht perfekt klappt. Also sie will eigentlich immer nur sagen, die Moderatorin, es klappt nicht, es geht nicht, es klappt nicht. Und auch wenn die Moderatorin Australien als Beispiel bringt, dass es nicht klappt, das ist natürlich nicht verhältnismäßig. Wenn man sieht, wie viele Leute jetzt nach Deutschland eingewandert sind und wie viele Leute in andere Länder eingewandert sind, dann sieht man, also es war eigentlich aus meiner Sicht wirklich ein Elfmeter, der Alice Weidel hier aufgelegt wurde und den natürlich Alice Weidel hier über 12 Minuten dankend angenommen hat. Oft hofft man, also ich habe jetzt oft immer auf gute Interviews gehofft und wurde in letzter Zeit enttäuscht und jetzt ist es zum Glück anders gekommen. Also jedenfalls dieses Interview aus meiner Sicht tatsächlich, das könnte der AfD Auftrieb geben. Das heißt aber natürlich nicht, dass ja jetzt die ganze Kritik, jetzt wie es jetzt im Europawahlkampf gelaufen ist, dass das nicht mehr gilt. Also öffentlichkeitswirksam bleibt es natürlich weiterhin nicht gut und dieser Schwachpunkt wurde natürlich auch gebracht, dass also Weidel zu Le Pen nach Paris gefahren wird, Paris gefahren ist, sich Le Pen aber mit ihr nicht fotografieren lassen will. Also das wirkt dann schon so, sie wird, also wieso fährt Weidel nach Paris und nicht umgekehrt Le Pen nach Berlin? Also ja, also es wirkt natürlich schon irgendwie schwach und ja, aber das habe ich ja in anderen Videos bereits ausführlich besprochen. Diese Kritikpunkte bleiben natürlich bestehen. Aber ja, was bringt's, sich jetzt darüber zu ärgern? Jetzt kann man sich zumindest mal freuen, dass dieses Interview aus meiner Sicht jedenfalls gut gelaufen ist. Oder relativ gut. Man kann sich ja natürlich, hätte man noch, ist alles noch viel besser machen können. Ich würde mir viel mehr Faktenaufklärung, Aufklärung der Bevölkerung wünschen, weil man hat, die AfD könnte sich viel mehr trauen. Also mit den Argumenten, sie müsste nur, Sie müsste mehr darauf vertrauen, dass man mit Argumenten, wenn man sich wirklich gut mit Argumenten ausrüstet und man auf einer sicheren Basis steht, dass man sehr viel erreichen kann. Also viel mehr erreichen kann, als sie es selbst denken. Sie müssen einfach nur argumentativ sicher sein. Und natürlich, die großen Medien bringen natürlich nicht die Informationen, die wichtig sind. Von da müsste man den Antispiegel studieren und sich mit Argumenten bewaffnen und die halt aus dem Ärmel schütteln können. Und könnte da argumentativ alles vertreten. Beispielsweise vor allen Dingen den Rechtsextremismus in der Ukraine. Was auch natürlich ein ganz anderes Licht auf den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und so weiter lenken würde. Ja, das Video ist schon wieder viel zu lang.